Was ich noch sagen wollte, die Männer kann ich öfters hernehmen. Die können immer. Fast immer. Aber die Weiber, sobald die fertig sind, kommen sie raus in die Teiche. Und jetzt wisst ihr auch, warum meine Karpfen, meine großen Laichkarpfen, immer so lange brauchen, bis sie groß sind. Warum? Wir haben jetzt dort den 19. Mai. Die saßen in einem kalten Loch und haben kein Futter bekommen. Also ab und zu mal eine Schaufel Pellet, aber die haben keine Naturnahrung, kein gar nichts. Sie haben den Frühjahrsstress gehabt, die Abfischung, und dann umgesetzt, weil ich habe ja die nicht den ganzen Winter in einem Teich, weil da ist das Risiko mir einfach zu hoch. Weil da, wenn da irgendwas ist und ich meinen kompletten Laichtierbestand verliere, deswegen haben wir die auf alle vier Teiche aufteilt, und dann kommen die dann gesammelt in den Teich, also der Stress, dann in einem kalten Loch. Jetzt werde ich sie nötigen zum Laichen, das heißt, die frühesten gehen jetzt dort nächste Woche in den Abwachsteich rein und die spätesten, ja, wenn wir durch sind. Also das kann Mitte Juni sein oder wenn es ganz dumm läuft, Ende Juni, weil wir haben nur einen Teich, einen 8 Hektar Teich, da haben wir aktuell Bauarbeiten, der ist noch furztrocken. 8 Hektar, ich hoffe, dass die jetzt fertig sind bis Anfang Juni, damit wir den zusetzen können, in der Hoffnung, wir kriegen noch Wasser. Und dann würde ich da den ganzen Bestand noch reinflacken, dass da ordentlich abgleicht wird. Aber das ist halt alles noch nicht sicher.